Der neue Audi Q8 vereint die Eleganz eines viertürigen Luxuscoupés mit der praktischen Vielseitigkeit eines großen SUVs. Nobel ausgestattet, umfassend vernetzt und robust abseits befestigter Straßen, ist ein souveräner Begleiter für Business und Freizeit. Mit 4,99 Meter Länge, 2 Meter Breite und 1,71 Meter Höhe ist das SUV-Coupé breiter, kürzer und niedriger als sein Schwestermodell Q7. In meinen Augen wirkt der Q8 nicht so schwerfällig wie der Q7 oder der Touareg, weil er die Karosserie zwischen den Rathäusern nicht so stark betont. Der Q8 wirkt sehr viel dynamischer. Mit dem imposanten Single Frame im Octagon Design präsentiert der Q8 das neue Gesicht der Q-Familie. Audi ist Quattro und Quattro ist Audi. Das gilt natürlich besonders für den Q8, den Top-SUV der Marke. Sein rein mechanisch arbeitendes Mitteldifferential leitet die Kräfte standardmäßig im Verhältnis 40 zu 60 auf Vorder- und Hinterachse. Bei Bedarf schickt es den Großteil auf die Achse mit der besseren Traktion. In Kombination mit bis zu 254 mm Bodenfreiheit, kurzen Überhängen und dem Bergabfahrassistenten fährt der Audi Q8 auch dort weiter, wo befestigte Straßen enden. Das Fahrwerk mit Dämpferregelung ist Serie. Auf Wunsch montiert Audi die Luftfederung, Adaptive Air Suspension, mit geregelter Dämpfung, etwa in komfortbetonter oder in sportlicher Abstimmung. Sie variiert die Trimlage der Karosserie je nach Fahrsituation auf Fahrerwunsch um bis zu 90 mm.